Moin, moin, ihr Lieben und willkommen zu einer neuen Daddelzeit hier mit RimWorld, wo wir gerade, ja, Norma hier ankommend haben, verfolgt von ein paar kleinen süßen Verfolgern, die wir am besten mal schön in Anführungsstrichen ausblenden. Ja, was machen wir denn da? Am besten, wir sorgen dafür, dass... Ja, da können wir vielleicht nochmal in diese Richtung gehen. Und Norma, was kannst du überhaupt? Norma kann nicht viel in Richtung Militär, das ist das Problem. Ja, total normal. So, gibt es hier überhaupt irgendetwas, wo ich jetzt groß blutrünstig? Kann auf jeden Fall sich nicht allzu sehr von Tod und Zerstörung beeinflussen lassen. Das ist schon mal gar nicht so schlecht. Gut, lassen wir Mücke mal kurz weggehen. So, Mücke geht jetzt in diese Richtung, das ist ganz gut. So, Raven. Ja, Raven geht kurz mal hier hin. Oha, Toadette kriegt jetzt doch einen ab. Das kommt jetzt etwas unangemeldet auf jeden Fall. Fuck. Das war so jetzt nicht gedacht. Scheiße, Toadette kriegt jetzt richtig auf den Kopf. Shit. Warum? Warum ist hier nicht schon vor was? Körper. Keine Ahnung. Ach, total high. Ah, die fliehen zumindest. Das ist schon mal gar nicht so schlecht. Dann können wir ja Toadette mal ganz schnell retten. Sind zum Glück nur Prellungen, Brüche und ja, Prellungen und Brüche. Darauf läuft es hinaus. So, machen wir das mal hier auch. Und Norma, wen können wir denn da mal hinterstecken? Ich weiß es gar nicht gerade. Scheiße, wo habe ich denn meine schlaue Liste? Da habe ich sie doch. Ja. GG haben wir. Wir haben Lau Mau von I hast du nicht gesehen. Och, den habe ich schon endlos lange nicht mehr in den Kommentaren gesehen. Da weiß ich gar nicht. Och, vielleicht nehme ich irgendjemand genderneutralen oder so. Ist auch nicht so wirklich. Oder wir machen Semi. Nee, wir machen Lau Mau. Wenn schon, denn schon. Lau Mau. Oder? War doch so richtig, glaube ich. Ja. Von I9999N. Mal sehen, vielleicht findet sich ja besagter Zuschauer doch mal wieder in den Kommentaren an. Jetzt, wo wir Lau Mau in unserer Kolonie willkommen heißen. Wir haben hier auf jeden Fall automatische Schrotflinte und ach, Sturmgewehr. Yes! Und ein leichtes Maschinengewehr und noch ein leichtes Maschinengewehr. Und noch ein Präzisionsgewehr dazu und ein Doomsday-Raketenwerfer, weil es so schön ist. Und okay, den können wir nicht mehr retten. Das ist zu spät. Präzisionsgewehr, noch eins. Yay. Und noch ein Sturmgewehr und ein meisterliche... Uiuiuiuiui. Jetzt geht's hier richtig los. Aber ich glaube, das kam auch von unserer lieben Toadette. Habe ich mir sagen lassen, glaube ich. Toadette wird von Lau Mau zusammengepflegt, glaube ich. Mal kurz gucken, Bio. Ja, Medizin 7 zumindest. Nicht sonderlich interessiert darin, aber auf jeden Fall begabt. Ja, damit kann man doch was anfangen.
Oha, Mr. Junior hat eine Nahrungsmittelvergiftung von leckerer Mahlzeit bekommen. Ursache war ein unfähiger Koch. Das klingt jetzt etwas fies. Ist es auch. Aber wir haben zumindest hier dieses Zeug hier funktionockelnd. Mending-Kits werden da nicht mehr hergestellt. Ja, das machen wir vermutlich auch eher über den Arbeitsplatz. Damit wir das getrennt voneinander haben. Das ist irgendwie... Ich weiß nicht. Es funktioniert nicht ganz so, wie ich gewollt habe. Aber es funktioniert auf jeden Fall. Das ist doch die wichtige Quintessenz des Ganzen. Das zähmen wir mal. Und hier machen wir auch mal. Das passt schon am Ende. Toadette kann wieder laufen. Jawohl. Und wir haben Lau-Mau in unserer Kolonie. Haben wir hier noch irgendwie wo was rumliegen? Nö. Nicht so wirklich. Ach, ist das herrlich. Oder auch nicht. Man munkelt noch. So, wir bauen jetzt einmal eine Granitwand hier so zack rüber und eine Heavy Bridge aus Marmor. Ich weiß nicht. Mal kurz gucken. Zack, da kommt sie doch. Weil hier das ganze Gewässer noch ein bisschen seichter ist, das kommt mir ganz gelegen, um ehrlich zu sein. Und dann bauen wir nochmal Granitwand hier so. Wird schon schief gehen. Wand benötigt einen stabilen Boden. Scheibenkleister. Ja, habe ich mir auch sagen lassen. Dann bauen wir doch mal, weil es so schön ist, hier so irgendwie so ein Ding und... Hä? Was ist denn hier? Sumpfige Erde noch immer. Scheiße. Da, Fug. Wobei, nee, machen wir das Ganze mal so dann. Brauchen wir das Zeug hier nicht. Das können wir auch weglöschen und... Befehle für die Planung kann hier weggemacht werden. Jawohl. Es ist nicht schön, aber es ist halt. Besuchergruppe, weil es so schön ist, kriegen wir nochmal Besucher. Von Mensch. Mensch. Ach, ich liebe manchmal die Spitznamen. Nahkampf, ja, Konstruktion. Ui, das ist auf jeden Fall begabt in verschiedensten Sachen. Hat ein gutes Gedächtnis, ist psychisch abgestumpft. Was haben wir hier? Pluviophil und stark neurotisch. Eieieiei. Stark neurotisch ist schon eklig. Da doch lieber hier gucken. Drei Leute mit... Oh, kann man schaffen, muss man aber nicht. Wir probieren es einfach mal. Wir haben ja jetzt doch ein paar Kolonisten hier. Vielleicht funktioniert es ja, dass wir unseren Mensch hier irgendwie in irgendeiner Form überredet bekommen. Hohe Oh, jetzt sind wir doch schon bei hohen Erwartungen. Es wird nicht besser, habe ich den Eindruck. So, haben wir jetzt überhaupt die Waffen schon im Lager? Tatsächlich. Scheiße. Es wird wirklich nicht besser. Jetzt haben wir tatsächlich Waffen im Lager, die schon, ja, sagen wir mal, ein bisschen hochwertiger sind. Lagerzone. Packen wir mal das hier. So, weil wir ein paar Sachen mehr haben. Ach du Schande, ey. Das Zeug haben wir auch noch. Wie gesagt, es wird nicht besser. Wir müssen mal hier sehen, ob wir Böden, roter Teppich, ja, das kriegen wir auf jeden Fall rein und ja, müssen wir mal sehen, ob wir das Ganze ausgestattet bekommen oder nicht. Sagt uns gleich das Licht. Oh, Daddel haben wir da.
Daddel, du darfst einfach mal hier einziehen, glaube ich. Mal kurz gucken. Kunst, Excel, leck mich am Arsch, ey. Ist das schon fast etwas Sünde, dass ich ausgerechnet das Zimmer mir zuweise, aber fuck, Kunst, das müssen wir uns mal angucken. Lesen wir mal vor, das Schöne. Dieses Möbelstück enthält Porträtierungen von Sota Mr. Junior Love, wie er mit einem kameradschaftlichen Ausdruck, aber fieberhaft seine Arbeit ausübt. Viele ätherische Geister alter Meister beobachten von oben. Diese Gravierung berichtet von dem Ereignis am 5. Dezember 5502, als Mr. Junior die Meisterstufe der Fähigkeit Konstruktion erlangte. Herzlichen Glückwunsch nachträglich dazu, Mr. Junior. Ach Gott, ist das hochgestochen. Aber irgendwie geil. Ach, manche Dinge muss man einfach lieb haben. Die psychische Beruhigung hat aufgehört. Das ist natürlich ein bisschen schade. Aber sei es drum, mittlerweile sind wir ja gar nicht mal so schlecht aufgestellt. Leider hat es nicht geklappt, um irgendjemand gefangen zu nehmen, aber Ravens Inspirierung hat ja auch nachgelassen, von daher passt das schon. Eine Vorratskapsel ist gelandet mit Arapaima-Korb. Was ist denn Arapaima? Fragezeichen. Ist das ein Fisch? Ja, ein Frischwasserfisch mit, keine Ahnung, wie viel Fleisch. Ja, machen wir mal das Beste draus. In Anführungsstrichen, wir machen daraus Fleisch. So langsam, aber sicher habe ich, glaube ich, den Dreh raus. Wie das Ganze hier funktioniert. Wir können mal hier ein bisschen ab... Nein, nicht da. Wir müssen das hier Stück für Stück Sutsche vorgehen. Wie viel Stein haben wir? Wir haben hier Granit. 300 hast du nicht gesehen. Oh, das geht noch. Da haben wir auch noch Granit. Ja, das ist doch perfekt. Granitbrocken. Genau das brauchen wir. Aus dem Granit können wir die Mauern von morgen machen. Komprimierte Bauteile nochmal. Yes! Yeah! Booyah! Ach ja, jetzt läuft das Ganze doch so, wie es soll. Ich liebe es! In Anführungsstrichen, mehr oder weniger. In irgendeiner Form liebe ich es tatsächlich. Ich weiß nicht inwiefern, aber in irgendeiner Form liebe ich es. Auf jeden Fall. So, machen wir mal kurz hier aus Kalkstein so eine Wand irgendwie rein. Warte, machen wir das so. Wird schon schief gehen. Vermutlich geht hier gleich ein bisschen was ins Wasser, wenn ich das hier wegballe. Gucken wir mal. Und? Mal gucken. Zack, da ist was ins Wasser gestürzt. Aber das macht nichts. Das ist vernachlässigbar auf jeden Fall. Und wir können hier... Einmal Granit. So, das Speichern dauert mal wieder ein bisschen. Aber da können wir Granit auswählen. Perfekt. Och, Blacky hat sich im Zimmer eingeschlossen. Das ist natürlich nicht so schön. Was haben wir hier? Mr. Junior frisst sich durch die Vorräte. Mal wieder. Ach ja. Wir kennen unsere Pappenheime langsam. Fisch, ui, da ist einiges rausgekommen, aber haben auch einiges an Kartoffeln. Sprich, wir können Mahlzeiten noch und nöcher herstellen. Was heißt noch und nöcher, aber ein paar. So. Wieso ist das denn hier? Befehle. Pflanzen entfernen. Zack. Die Dinger müssen weg. So, vor allem dieses Ding hier. Wenn das weg ist, dann können wir durchatmen, glaube ich. Dann können wir wieder alles anpflanzen, was wir wollen in diesem Bereich, was auch, sagen wir mal, bitter nötig tut. Da müssen wir sowieso irgendwie nochmal eine neue Anbauzone hier machen. Für was bauen wir denn hier an?
Was haben wir denn alles? Mais könnten wir mal. Ja, warum nicht? Mais wäre mal was anderes auf jeden Fall. Ach komm, dann machen wir eine große Anbauzone draus. Warum nicht? Zack. Das passt schon irgendwie. Machen wir daraus eine gigantöse Anbauzone. Und wir haben hier wieder irgendwas bekommen. Und zwar Hühnereier. Ja, komm. Die lagern wir auch ein. Warum nicht? So, wie geht es denn eigentlich Toadette? Toadette geht es relativ geil. Sollte bald fit sein. Hoffe ich zumindest. Blackie ist auch irgendwie bald wieder die Alte, hoffe ich. Tiere, Boomerlope 1, Boomerlope 2, haben wir da noch was? Vorrat, schon wieder eine. Sushi! Jawohl, warum holen wir uns nicht ein bisschen Sushi? Und eine Schildkröte, ja komm. 8 Stunden, dann verdirbt die erst. Die können wir auch nochmal mitnehmen. Warum nicht? Fleisch haben wir ein bisschen, Fisch haben wir ein bisschen, vegetarisches Zeug haben wir ein bisschen. Ja, das funktioniert doch gar nicht so schlecht, glaube ich. Großhändler! Ein Handelsschiff, ja komm, nehmen wir. Erstmal haben wir hier den Mais, das funktioniert gut. Hier darf auch wieder ausgesät werden. Hier, das Ding muss unbedingt. Müssen wir kurz jemanden hinschicken. Priorisiere, schneide, Tick, Baum. So, jetzt können wir hier auch pflanzen. Perfekt. Jetzt ist die Aussaat wieder erlaubt. War ja auch scheiße genug, um ehrlich zu sein. Fuck. Sumpfige Erde, Fruchtbarkeit, nicht so dolle. Sumpfige Erde, wo ist denn hier der gute Ackerboden? Das ist hier so die Frage der Fragen eigentlich. Egal, lassen wir erstmal den Ladebildschirm sprechen. Warum auch eigentlich nicht? So, jetzt haben wir den ganzen Salat wieder. Dann wollen wir doch mal. So, da haben wir die ganzen Fallen weg. Das bedeutet allerdings, wir können abbauen. Warte mal, nee, machen wir anders. So, abbauen tun wir dies und abreißen tun wir das. Dann wollen wir nochmal das Ganze glätten, weil es so schön ist. Machen wir das mal so. Inspirierter, was haben wir denn da? Inspiriert, was die künstlerischen Tätigkeiten angeht. Okay. Inspirierte Kreativität, das kann man gebrauchen. Tun wir auch hoffentlich. So, und jetzt hier wird auch auf jeden Fall abgebaut. Da kriegen wir eventuell hier, da, guck mal, die Kalksteinbrocken, die können wir verwenden, um neue Kalksteine herzustellen. Während wir hier, was haben wir denn da? Blackjack, Ratsvorsitzender von Kuya, hat uns eine Nachricht geschickt. So wie es aussieht, überfallen Banditen von einem nahegelegenen Lager ihre Karawanen. Sie haben uns gebeten, das Lager zu zerstören. Genauer, sie wollen, dass alle Gegner und Geschütztürme ausgeschaltet werden. Blackjack sagt, dass es einen feindlichen Außenposten im Gebiet gibt, der von 10 Feinden überwacht wird. Wenn wir Erfolg haben, wird das unsere Beziehung verbessern und so weiter und so fort. Nein, die Belohnung sieht nicht wirklich gut aus. Schließen wir das Ganze. Ist nicht lohnenswert für uns. Aber es war zumindest ein Versuch wert. Ach, da können wir aber auch irgendwie Häuser hinbauen, auf jeden Fall. Da müssen wir sowieso demnächst mal ein bisschen rumplanen. Weil so wie das jetzt aussieht, das ist noch nicht so wirklich schön. Absturz einer Vorratskapsel mit Agavefrüchten.
Ja komm, die können wir einsammeln. Was ist hier denn? Noch eine Vorratskapsel? Mit Joints. Ach, das kann man sich nicht ausmalen. Stürzt eine Vorratskapsel mit Joints ab. Was haben wir hier? Eine Gruppe der Fraktion Weiße Schlange. Ja. Da können wir doch mal schauen. Was haben wir denn hier? Weißes. Auch so ein komischer Name irgendwie. Habgierig. Nee, das ist nicht so dolle. Sturmhocker schwätzig. Panther redet und redet und redet und redet. Sie tendiert zu längeren Gesprächen als die meisten, da sie scheinbar nichts beenden kann. Gourmet. Müssen wir mal gucken. Medizin, Handwerk, Kochen, Konstruktion, Stubenhockeyer. Macht nichts aus. Insofern nehmen wir hier den Handwerkbereich, aber der ist nicht so dolle. Shit. Haben wir irgendwie noch die anderen Gäste? Wieso haben wir die anderen Gäste nicht? Wieso wurde daraus nichts? Bitch, please. Da können wir zumindest hier mal so ein kleines bisschen unterhalten. Ja, komm. Wir unterhalten zumindest. Wenn schon, denn schon. Man muss ja mal ein bisschen Gastservice hier offerieren. Ansonsten kommen wir ja nicht voran. Und es regnet gerade. Ist natürlich nicht so schön. 1. April. Wir sind schon im 4. Jahr, mehr oder weniger sogar. General Wau Importe. Ach scheiße, den Großhändler haben wir auch verpasst. Ja, es geht gar nicht mal so gut, habe ich den Eindruck. Wir sehen uns allerdings wieder beim nächsten Mal, wenn es heißt Daddlezeit. Hier mit Rimworld. Ich hoffe, dass da einiges besser wird. Bis dahin allerdings. Ciao, ciao.